Meine Damen und Herren, wir haben also gestern davon gesprochen, dass wir jetzt so weit sind, dass wir schon viele Dinge, die uns bisher vertraut waren, fallen lassen mussten. Einerseits der absolute Raum und der Weltäther, in dem sich die Lichtwellen ausbreiten als Trägermedium, den gibt's nicht. Davon mussten wir uns verabschieden. Dann die allgemein liebgewonnene absolute Gleichzeitigkeit, sozusagen die Uhr Gottes, der auf die Uhr schaut und seine schöne Welt betrachtet und alles läuft halt irgendwie so ab. Wenn der Gott in ein anderes Flugzeug einsteigt, hat er auch eine andere Zeitmessung. Also so eine absolute Gleichzeitigkeit gibt es nicht. Auch davon muss man sich verabschieden. Und wir haben uns von was Drittem und Viertem auch noch verabschiedet. Bei der Zeitdilatation sind wir draufgekommen, dass die Längen von Zeitintervallen nicht absolut sind, sondern davon abhängig sind, in welchem Bezugssystem man sie betrachtet. Das haben wir bei der Uhrengeschichte mit den Lichtuhren gesehen. Und jetzt ist gestern noch dazu gekommen, so quasi als eine Folgerung daraus, dass auch die Längen von Körpern davon abhängig sind, in welchem System man sie misst. Die Messung der Länge eines Körpers, der sich bewegt, wird in Richtung der Bewegung des Körpers, wird diese Länge verkürzt. Also auch das ist nicht absolut. Man kann sich schon fast auf gar nichts mehr verlassen. Nicht? Aber so sollte ich das nicht sagen, sondern man weiß ja, wie man damit umgeht. Es ist nur einfach ein bisschen komplizierter in gewisser Weise als das, was unser Hausverstand sozusagen uns sagt. Nicht? Also zu Billa einkaufen können Sie weiterhin, aber den Hausverstand bei der Physik muss man irgendwie ein bisschen erweitern. Nicht? Aber man gewöhnt sich daran. Naja, also die Länge eines bewegten Körpers wird in seiner Bewegungsrichtung kleiner gemessen als die im Ruhsystem gemessene Ruhlänge. Also die Länge von dem da hier, da kann ich einen Maßstab herlegen, da schaue ich nach und weiß, wie lang das ist. Aber in dem Moment, wo sich das bewegt, hört es also damit schon wieder auf, weil damals hat man Schwierigkeiten, gleichzeitig auf beide Marken des Maßstabes zu schauen. Und selbst wenn man eine geschickte Methode findet mit synchronisierten Uhren, sind die wieder nur in einem System synchronisiert. Und es ist also auf jeden Fall so, dass diese Messung zu unterschiedlichen Längen führt. Und ich warne noch einmal davor, jetzt zu sagen, ja, das ist ja dann nur scheinbar. Das ist nicht scheinbar, weil das ist die einzige Art und Weise, wie Sie in Ihrem Inertialsystem, wo da der Körper vorbeifliegt, wie Sie in diesem Inertialsystem die Länge dieses Körpers bestimmen können. Sie haben Ihr ganzes System überzogen mit lauter synchronisierten Uhren und wenn der Körper da vorbeifliegt, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb dieses einen Inertialsystems, in dem Sie sind, ist ja Gleichzeitigkeit wohl definiert. Machen Sie die Ablesungen bei beiden Enden und das ist die Länge. Und das ist nicht eine scheinbare Länge, sondern das ist die einzige Länge, die derjenige, der in diesem Inertialsystem sich befindet, messen kann. Wieso soll er sonst umrechnen auf eine andere Länge? Wenn einer gleichzeitig hinschaut, da und das ist die Länge, dann ist das die Länge. Also man kann zwar eben, damit man aufpasst, was heißt, die in einem System gemessen wird, aber das ist gleichbedeutend. Die Länge, das ist das, was gemessen ist. Genauso wie die Zeit, das ist, was halt mit Uhren gemessen ist. Also diese Absolutheitsansprüche muss man rundum aufgeben. Daher Relativitätsmechanik. Nicht? Nur eine absolute Geschichte gibt es eben schon, das ist eben die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Die ist wieder überall gleich. Und das ist ja das Merkwürdige. Okay,
Jetzt gibt's dazu, und das möchte ich mit Ihnen schon diskutieren, weil man das oft hört, und wann also dann irgendwelche Leute aus Ihrem Freundeskreis Sie mit sowas ansprechen, dann sollten Sie nicht ganz hilflos sein, außerdem dient es irgendwie auch dem Verständnis. Da gibt es so spezielle Beispiele zur Längenkontraktion, wo man also, das sind alles so Beispiele, wo man versucht, die Alltagswelt in den Bereich der Relativitätsmechanik hinein zu transportieren. Also da bewegen Sie dann immer irgendwelche makroskopischen Dinge mit Dreiviertel-Lichtgeschwindigkeit, was ja in der Praxis nicht vorkommt. Aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen. Sowas kann schon passieren, nicht? Also Himmelskörper können zum Beispiel sehr schnell sich relativ zueinander bewegen. Und wenn da zwei so Galaxien so aufeinander zukommen, da kann schon was passieren, nicht? Nur so viel passiert meistens gar nicht, weil die Sterne sind so dünn gesät, dass die alle aneinander vorbeikommen. Nur hier und da schäbert es halt dann, nicht? Und dann halt ganz gewaltig. Also, aber ja, um das geht es jetzt gar nicht. Wir gehen davon aus, wir haben eine photosensitive Platte, so eine Fotoplatte, wo wenn Licht drauf fällt, wird sie dunkel. Das sind so diese uralt Platten, wie man sie auch gehabt hat für die Fotografie. Und da bewegt sich ein länglicher Körper mit einer gewissen Geschwindigkeit über diese Platte drüber. Und dann da drüber gibt es also Blitzlampen. Und das wird also jetzt so gemacht, dass wenn also dieser längliche Körper da, diese Stange oder Platte oder was jetzt auch ist, sich da drüber bewegt, dass gerade wenn das da ist, werden die Blitzlampen ausgelöst, die blitzen und erzeugen daher da unterhalb von dem eine Stelle, wo es dunkel ist. Und dann ist das weg und nachher messt man nach, wie lang das da ist und dann wird man sich denken, na, das muss ja jetzt wohl die Ruhlänge von dem gewesen sein, weil besser kann man es ja gar nicht machen, als dass man den also anleuchtet und schaut, was da drunter ist. Und jetzt ist also die Frage, ist das, was man da jetzt da drunter misst, die Ruhlänge dieses Körpers oder die Länge, die also man erwarten würde, entsprechend der Längenkontraktion, die eben gemessen wird, wenn man eben einen bewegten Körper misst. Was glauben Sie? Und wie würden Sie das interpretieren? Haben Sie da irgendeine Idee dazu, wie man das miteinander in Einklang bringen kann, diese Geschichte mit der Längenkontraktion und andererseits diese Überlegung da hier? Oder anders gesagt, wenn ich es ein bisschen... Ja, okay, da gibt es schon was, bitte. Was heißt unverändert? Also Sie sehen die Ruhlänge, meinen Sie? Und Sie? Genau das ist der Punkt. Tut mir leid, der Kollege hat recht. Es ist einmal mehr so, dass es auf die genaue Analyse des Vorganges ankommt. Und die spart man sich oft, wenn man glaubt, da gibt es gar nichts zum Analysieren, weil das ja eh klar ist. Dieses eh klar ist sehr gefährlich. Mit eh klar verbaut man sich die meisten Sachen. Man muss immer gerade bei solchen Dingen versuchen, das noch auseinander zu klamüsern sozusagen. Und der entscheidende Punkt ist, wenn ich da jetzt etwas schwammig, das wäre bewusst so gesagt natürlich, sage, dass man da also jetzt die Blitzlampen aufleuchten lässt, muss ich natürlich die Frage stellen, wie ist es, wann leuchtet welche Blitzlampe auf? Und wieder, wie so oft, ist es eine Sache der nicht universellen Gleichzeitigkeit. In dem ruhenden System, wo die Blitzlampen sind, wo die Fotoplatte ist und wo der Körper ist, eben nicht der Körper, Blödsinn, wo die Blitzlampen und die Fotoplatte ist. In dem ruhenden System kann man eine Gleichzeitigkeit herstellen, indem man halt das ganze System mit Uhren überzieht, so wie wir das schon besprochen hatten.
Und zu jeder solchen Blitzlampe stellt man also eine Uhr hin. Und wenn man dann also will, jetzt wann der da vorbeikommt, dass die jetzt auslösen, dann macht man das so, dass also immer wann alle Uhren das Gleiche zeigen, blitzt es. Dann sind die synchron ausgelöst. Und jetzt ist die Frage, wieso ist es aber dann kürzer? Ja, ganz einfach. Weil wenn Sie sich auf den Standpunkt des vorbeifliegenden Körpers begeben, also auch ein Inertialsystem, und der beobachtet, was passiert, dann sagt er ja nachher dann, wenn er mit den anderen redet, na, ihr seid ja blöd. Klar kommt die falsche Länge heraus. Ihr habt ja die Blitzlampen nicht zur gleichen Zeit angezündet. Die einen sind schneller, früher haben geblitzt und die anderen später. Selbstverständlich habt ihr die falsche Länge gemessen. Es ist eine Frage der Gleichzeitigkeit. Und Gleichzeitigkeit ist eben kein universeller Begriff. Daraus ergeben sich derartige Merkwürdigkeiten. Also natürlich sieht man die kontrahierte Länge, weil eben diese Blitzlampen nur in einem, in dem Ruhsystem gleichzeitig sein können. Aber dann aus der Sicht des bewegten Körpers nicht gleichzeitig sind. Der aber sagt natürlich, meine richtige Länge kriegt ihr nur, wenn ihr die so schaltet, dass sie von mir aus gesehen gleichzeitig sind. Aber dann sind sie wieder vom Standpunkt der Fotoplatte nicht gleichzeitig. Das ist ja Schwindel. Aber der Punkt ist eben der, das ist kein Schwindel, sondern die Gleichzeitigkeit ist eben nicht universell. Daran liegt alles. Und deswegen glaube ich, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass man sich klar macht, was das mit dieser Längenkontraktion an sich hat. Und da gibt es also noch eine Anzahl weiterer Beispiele. Ich möchte aber noch eine historische Anmerkung dazwischen machen. Der Herr Lorenz hat also 9 Jahre nach Michelson im Jahr 1895, also das ist gut, 110, 115 Jahre her, noch gar nicht so arg, nicht? Wenn Sie denken, wie lang das alte ägyptische Reich schon her ist und nur die letzten 100 Jahre, was sie da angespielt hat. Nicht? Also der Herr Lorenz hat noch nach Michelson und vor Einstein eine Transformation, über die wir dann wahrscheinlich heute schon reden werden, aufgestellt, so dass man den Fehlschlag des Michelson-Experimentes erklären kann. Er hat nämlich so transformiert, dass der eine Arm des Michelson-Interferometers, ne, das hat zwei so Arme mit Spiegeln, wo das Licht einmal so und einmal so hin und her geht, an das erinnern Sie sich ja wahrscheinlich, und das Ganze hat man dann gedreht auf der Steinplatte da in Cleveland, Ohio, dass der eine Arm in Richtung der Bewegung der Erde eben um ein gewisses Stück kontrahiert wird, und die Idee war, einfach weil er sich relativ zum Lichtäther bewegt und das verursacht dann gewisse Änderungen der Wechselwirkungen zwischen den Atomen, aus dem der Arm besteht, und dadurch kontrahiert er sich. Also eine wirkliche physische Kontraktion. Und das wird also oft auch in der Literatur als der Todesschrei der klassischen Physik bezeichnet. Die letzte Methode, wie man sich da noch retten wollte. Deshalb nennt man auch diese relativistische Längenkontraktion oft, zumindest in der älteren Literatur, auch Lorentz-Kontraktion. Das ist aber was anderes. Der Herr Lorentz hat noch alle unsere klassischen Prinzipien mit der universellen Zeit und Länge und so weiter beibehalten und ist einfach mit dem Postulat gekommen, um das Michelson-Experiment verstehen zu können, bleibt nichts anderes über, als dass sich eben jeweils der Arm, der gerade so steht, dass er in Bewegungsrichtung der Erde ist, gerade so kontrahiert, dass das gerade zufälligerweise die sonst zu erwartende Streifenverschiebung bei diesen Interferenzstreifen gerade wieder aufhebt. Ja, es ist schon über drei Ecken gedacht, aber da sehen Sie, wie verzweifelt damals die Leute waren. Und das waren die besten Köpfe, die sich damals damit beschäftigt haben. Das war einfach eine fürchterliche Situation. Und aus dem ist eben dann der Einstein herausgekommen, indem er gesagt hat, das ist alles ein Blödsinn, Burschen und Madeln, ne? Vergesst den ganzen Äther, vergesst diese ganzen überkommenen Geschichten, wir müssen uns von dem allen verabschieden.
Na, die haben sich natürlich nicht gefreut darüber, weil das erfordert natürlich wirklich eine sehr eine große Flexibilität. Nicht? Aber das, im Laufe der Zeit hat man sich daran gewöhnt, das ist eben tatsächlich so. Also diese Lorentz-Kontraktion war gedacht damals als eine physische Stauchung, während, und deswegen sage ich das auch, die Längenkontraktion, von der wir hier sprechen, keinerlei physische Stauchung ist, sondern ein Ergebnis des Messprozesses, der jetzt auf Gleichzeitigkeiten beruht und die nicht universell sind, wie wir schon gesehen haben. Aber es ist nur der Messprozess. Aber was heißt? Der Messprozess bringt ja die Länge. Was wollen Sie sonst haben als Länge? Als die, die man messen kann. Also daher ist es sehr real, in dem Sinn, dass es tatsächlich eben so gemessen wird. Aber es ist keine physische Stauchung in dem Sinn, dass da jetzt elastische Veränderungen in diesen Körpern passieren. Der Staub bleibt, was er ist. Aber er wird halt unterschiedlich gemessen, je nachdem, wie man die Blitzlampe da einschaltet. Ne? Also ich glaube, das haben Sie jetzt schon so mitgekriegt. Und wenn nicht, werden Sie sich sicher melden. Okay. Also so viel zur Lorentz-Kontraktion. Und dann möchte ich auch ein Experiment, das geht also eigentlich noch unter Beispiele, ein Experiment zur Längenkontraktion erwähnen. Da ist man vor längerem draufgekommen, dass einem die Natur da sozusagen schon die Voraussetzungen dazu bietet, nämlich indem man die Myonen aus der sekundären kosmischen Strahlung betrachtet. Also da habe ich jetzt einiges gesagt, was ich erst einmal erklären muss. Es hat sich gezeigt, und dafür wurde auch einem Wiener der Nobelpreis gegeben, dass es eine Höhenstrahlung gibt. Und die primäre Höhenstrahlung ist das, was also aus dem fernen Weltall auf uns zukommt, hauptsächlich Protonen, die, also positive Kernbestandteile, die durch weiträumige kosmische Magnetfelder über längere Zeiträume hinweg zu fantastischen Geschwindigkeiten beschleunigt wurden, sodass die Energien haben, die weitaus höher sind, als wir sie jemals in einem Beschleuniger herstellen können. Diese Protonen haben Energien bis zu 10 hoch 12 GeV. Also das ist unglaublich. Das, selbst wenn wir einen Beschleunigungsring rund um den Äquator legen täten, täte man das nicht zusammenbringen wahrscheinlich. Also Protonen primäre Höhenstrahlung Protonen mit 10 hoch 12 Gigaelektronenvolt, das ist, wie Sie ja wissen, eine Energieeinheit. Ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein Elektron hat, wenn sie innerhalb einer Potentialdifferenz von einem Volt, wenn es beschleunigt wird. Und da sind es also 10 der 12. mal 10 der 9. also gewaltig, Elektronenvolt. Diese primären Protonen fallen also, wenn sie heute zufällig zur Erde kommen, auf die höhere Atmosphäre ein. Und Gott sei Dank haben wir also diese Atmosphäre, die bewahrt uns ja vor einigem Ungemach. Also auch die Geschichte mit dem Ozon da oben wegen der UV-Strahlung und dann die kleinen Meteoriten, die da oben alle verglühen, nicht? Das alles täte uns direkt treffen, hätten wir die Atmosphäre nicht. Aber insbesondere auch das, in dieser Atmosphäre treffen diese Protonen ein, und wenn die also dann gerade zufällig auf ein
Atom der Luft treffen, also zum Beispiel ein Stickstoffatom wird wahrscheinlich die größte Chance sein, dann bilden sich Schauer von neuen Teilchen. Und zwar, es können sich bis zu 10 hoch 11 Teilchen aus einem Proton bilden, weil da so viel Energie drinnen steckt. Nicht? Also das, die Primäre sind die Protonen und die Sekundäre bis zu 10 hoch 11 pro Proton. Da setze ich jetzt schon voraus, dass es eben eine Äquivalenz zwischen Energie und Masse gibt, dass also die Energie dieser Protonen so hoch ist, dass sie sich da dann bei der Kollision in Masse umwandelt von so vielen Teilchen. Und Teilchen, die da besonders häufig entstehen, also ich schreibe hier insbesondere Myonen, bilden sich da in diesem Teilchenschauer. Und diese Teilchen sind also zum Teil eben sehr kurzlebig. Bilden sich in einer Höhe, wo das also auftrifft, da oben von circa 20 Kilometer. Also schon höher als Verkehrsflugzeuge fliegen. Also da ist man dann schon drunter. Und diese Myonen der sekundären Höhenstrahlung, die haben eine Halbwertszeit von 1,52 Mikrosekunden. Und die bewegen sich mit einer Geschwindigkeit sehr nahe an der Lichtgeschwindigkeit, also 0,9998 mal der Lichtgeschwindigkeit. Praktisch Lichtgeschwindigkeit. Also da ist man dann bei dieser Abhängigkeit mit der Zeitdilatation und in der Längenkontraktion schon sehr weit am Ende, in der Nähe von der Lichtgeschwindigkeit. Und da kann man sich also jetzt überlegen, was da passiert. Es zeigt sich, dass man diese Myonen mit ihrer Halbwertszeit doch in nennenswertem Ausmaß auf der Erdoberfläche noch messen kann. Und zwar, wenn man es vergleicht mit Ballonaufstiegsmessungen in diese 20 Kilometer Höhe, da sieht man dann, dass also da so circa ein Fünftel von allen diesen Myonen auch wirklich auf der Erde unten ankommen. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Na, Sie werden sagen, na ja, weil sie eben so schnell sind. Man kann es gut bis herunterkommen. Aber es ist eine ganz schnelle Rechnung, drauf zu kommen, dass bei Lichtgeschwindigkeit man in 1,5 Mikrosekunden nur circa 450 Meter weit kommt. Und da geht es um 20 Kilometer. Wieso in drei Teufelsnamen kommen diese Myonen also dann wirklich herunter? Und die Experimente sind also sehr überzeugend, weil ich habe das selber einmal da aufgestellt, das ist ja doch ein bisschen komplizierter Aufbau, wenn diese Myonen da runterkommen und haben es also überlebt, nicht? Die ganze Strecke, treffen dann so einen Szintillationszähler, dann kann man durch eine entsprechende Elektronik feststellen, wie groß es dann die Halbwertszeit von denen ist, die da noch herunterkommen. Wenn sie es geschafft haben, sind sie ja jungfräulich und völlig unverändert, die altern ja nicht. Sie können nur entweder zerfallen oder nicht zerfallen. Und solange sie noch nicht zerfallen, haben sie immer dieselbe Alterungswahrscheinlichkeit wie alle anderen auch. Und da kann man dann feststellen, tatsächlich, die leben nur 1,5 Mikrosekunden und dann sind sie weg. Und die Dinger sind 20 Kilometer gekommen, bis sie da herunterkommen und können eigentlich nur 450 Meter weit fliegen, dann ist die Hälfte schon weg. Und ein Fünftel von denen kommt aber herunter. Das ist unverständlich. Aber mit der Relativitätsmechanik ist es schon verständlich. Wie glauben Sie, kann man das interpretieren?
Wieso kommen die herunter? Es gibt zwei Interpretationsmöglichkeiten. Versuchen Sie es einmal. Überlegen Sie einmal. Die Länge ist zurück, die Strecke, die Sie zurücklegen müssen, ist einfach kürzer durch die Länge. Richtig. Wenn Sie mit diesem Myon mitfliegen, dann sehen Sie die Dicke der Erdatmosphäre auf ca. 300 Meter verkürzt oder so etwas, von 20 Kilometern, bei dieser großen Geschwindigkeit. Und das reicht. Damit kommen Sie herunter und fertig aus. Ganz einfach. Na, wie geht's dann? Ganz richtig. Die zweite Interpretation ist, wenn man so will, aus dem Ruhsystem, und wir selber ruhen immer, nicht alles andere bewegt sich. Also wenn man aus dem Ruhsystem die Myonen betrachtet, wie sie da herunterkommen, sind sie so schnell, dass die Zeitdilatation es ermöglicht, dass die Uhr also so langsam geht, sprich also die Myonen aus unserer Sicht viel langsamer altern und langsamer zerfallen, daher schaffen sie es wirklich herunterzukommen. Und genau genommen ist das ein und derselbe Effekt. Weil wir haben ja die Längenkontraktion und die Zeitdilatation in einer unmittelbaren Weise auseinander herausgewonnen. Das ist eine völlige Verbindung und Verflechtung dieser Raum- und Zeitsachen. Deswegen führt ja diese Relativitätsmechanik dann zwangsläufig auf eine vierdimensionale Schreibweise und Darstellung unserer Welt. Weil die Raum- und Zeitkoordinaten da praktisch zusammenwachsen. Die Zeit ist schon ein bisschen was anderes, hat irgendwo ein Minus, wo die andere ein Plus hat oder so. Aber ansonsten ist es also eine ganz analoge Darstellung. Und deswegen wollen also vor allem die Relativisten gern immer C gleich 1 setzen. Weil wenn man C gleich 1 setzt, werden die Dinge noch viel schöner. Nicht? Aber C gleich 1, das haben wir schon besprochen, was das für Schwierigkeiten mit sich zieht. Nicht? 1 Sekunde Schlauch ist also so lang wie von zum Mond und wieder zurück oder sowas, nicht? Wenn man 1 Sekunde Gartenschlauch kauft oder so. Also dann muss man dann die Längen von Schnürdeln in Nanosekunden angeben. Naja, würde man sich auch dran gewöhnen, aber hat sich halt nicht durchgesetzt. Okay, also das ist die Geschichte mit der Höhenstrahlung. Aber dann möchte ich noch 2 weitere Beispiele anführen. Aber ich glaube, die brauche ich nicht mehr aufschreiben, die erzähle ich Ihnen nur. Paradoxien. Die Leute haben natürlich immer sich überlegt, irgendwas ist doch sicher falsch an dieser blöden Theorie, weil das gibt's doch alles gar nicht. Und man kommt auf alle möglichen Paradoxien drauf. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, wie kann man diese Paradoxien auch wieder auflösen. Und eine Paradoxie besteht darin, dass man also eine Garage mit einer gewissen Länge betrachtet und ein Auto mit einer gewissen Länge betrachtet. Das Auto kommt also gefahren und soll dann in diese Garage abgestellt werden. Nicht? Und das Auto habe eine Ruhlänge von 6 Meter und die Garage hat eine Länge, wo das Auto dann hinein soll, von 4 Meter. Nicht? Und jetzt ist also die Frage, was passiert, wenn dieses Auto, natürlich schnell, sonst zahlt es sich ja nicht aus, auf diese Garage zufährt und dann hineinfährt. Nicht? Also es ist schon sehr weit hergeholt, aber irgendwie natürlich ist es schon etwas, was man sich denken kann. Nicht? Also das fährt also meinetwegen mit 5/6 Lichtgeschwindigkeit auf diese Garage zu, bremst dann ganz plötzlich ab in der Garage, nicht? Und jetzt ist die Frage, was passiert. Nicht? Und wenn also jetzt zum Beispiel die Garage das Auto kommen sieht, also jetzt sind wir auf dem Standpunkt der Garage, dann wird das Auto auf 3 Meter kontrahiert, eine Längenkontraktion, und denkt sich, wunderbar, das geht bei mir rein, nicht? Dann machen wir geschwind nachher die Tür zu und das Auto ist drinnen. Aber dann andererseits, wenn das Auto plötzlich stehen bleibt, nicht, dann ist es ja wieder 6 Meter lang, dann bricht die Tür wieder auf, möglicherweise. Also wie ist das? Und noch ärger natürlich, wenn man sich jetzt auf den Standpunkt des Autos stellt. Das ist verzweifelt, wenn es die Garage sieht, weil das ist, geht so schon nicht aus. Und wenn jetzt noch die Längenkontraktion der Garage dazukommt, dann ist ja überhaupt chancenlos. Also das scheint ein Widerspruch zu sein, nicht, wie man das so oder so sehen kann. Und letzten Endes ist es natürlich wieder eine Frage der Gleichzeitigkeit. Weil der Endel von dem Auto ist schon da, während das Hinterendel noch nicht. Und wenn es die Tür zumacht,
dann ist das hinten ausgegangen, aber das Fuhren hat sich schon zermärscht währenddessen. Also das ist durch die Analyse der Gleichzeitigkeit, kann man sowas lösen. Und ein anderes paradoxes Beispiel, was auch manchmal vorgebracht wird, ist, man hat also ein Raupenfahrzeug, das über einen Boden fährt. Und über dem Boden, da gibt es einen Graben, über den das Raupenfahrzeug drüber muss. Das Raupenfahrzeug ist 26 Meter lang, der Graben ist 10 Meter breit. Also unter normalen Bedingungen würde das Raupenfahrzeug da schon irgendwie drüber kommen und nicht hineinfallen in den Graben. Nicht? Aber jetzt natürlich kann man sich fragen, was passiert, oder vielleicht doch hineinfallen, weil das also dann schon kippt. Nicht? Aber wenn jetzt das Raupenfahrzeug sich sehr schnell bewegt, dann kommt es wieder drauf an. Wenn Sie sich auf den Standpunkt des Raupenfahrzeugs stellen, dann wird der Graben viel schmäler, fährt drüber wie nichts. Nicht? Während wenn Sie sich also auf den Standpunkt des Grabens stellen, dann denkt sich der, haha, das kommt da jetzt daher, das ist so schmal, das fällt komplett ein. Und die Frage ist natürlich, was passiert wieder? Und wieder ist es eine Frage der Gleichzeitigkeit und in dem Fall ist aber noch was anderes dabei, auch wieder eine Frage der Analyse des Vorganges. Es gibt nämlich noch eine Gravitationskraft, die dieses Raupenfahrzeug da hinunterziehen muss. Also rein im Rahmen der speziellen Relativitätsmechanik ist dieses Paradoxiebeispiel gar nicht zu lösen. Aber Ergebnis ist, in beiden Fällen passiert einmal eher. Das Auto ist hin, wenn es in die Garage reinfällt und das Raupenfahrzeug fällt hinein. Weil eben man die Gleichzeitigkeit genau berücksichtigen muss und, das möchte ich jetzt am Schluss noch erwähnen, bevor wir dann wieder etwas ernsthafter werden, nicht? Also das ist nicht ganz unernsthaft, aber nicht so wirklich wichtig für die Physik, möchte ich noch erwähnen, dass ein weiterer wichtiger Punkt, der hier noch nicht so recht berücksichtigt und besprochen wurde, die Frage der Definition eines starren Körpers ist. Wir haben ja in der Mechanik im Wintersemester den starren Körper eingeführt und wenn man da es an einer Seite anschiebt, bewegt er sich auf der anderen Seite. Nicht? Und dieser starre Körper, der existiert in der Relativitätsmechanik nicht. Denn da könnten Sie also einen Stab von der Erde zum Mond legen, einen starren Stab, und da schieben Sie dann da an und gleichzeitig muss dann da drüben, aber gleichzeitig geht nicht, weil das Licht bis zum Mond, glaube ich, eine halbe Sekunde braucht. Also so ein starrer Stab, den gibt es gar nicht. Also das heißt, letztlich genau genommen gibt es im Rahmen der Relativitätsmechanik keinen starren Körper. Das ist eine Idealisierung, die nur im Bereich der klassischen Mechanik gilt. Und das setzt man aber sowohl bei den Raupenfahrzeug als auch bei der Garage und dem Auto immer voraus, dass man es immer mit starren Körpern zu tun hat. Aber in dem Bereich von beobachteten Längen und Geschwindigkeiten und so weiter gibt es gar keine starren Körper. Diese Idealisierung ist in dem Fall gar nicht mehr zulässig. Und das ist ein weiterer Punkt, warum man also dazu so merkwürdigen paradoxen Schlussfolgerungen kommt. Und zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass es ein Buch von Herrn Gamow gibt, das gibt schon lang. Ich schreibe ihm da oben noch her. Ein berühmter Physiker, der auch dann ein Buch geschrieben hat, um die Relativitätsmechanik irgendwie etwas mehr populär darzustellen. Mr. Tompkins in Wonderland. Und da geht es darum, wie schaut unsere Welt aus oder wie würde sie ausschauen, wenn man die Lichtgeschwindigkeit deutlich reduziert. Also wenn man schnell läuft, schon mit Lichtgeschwindigkeit läuft. Nicht? Was würde da alles passieren? Und da kommen also die unglaublichsten Sachen vor. Nicht? Und insbesondere verliert man auf die Art und Weise dann diese Scheu und dieses Unverständnis der relativistischen Phänomene. Also das, was ich jetzt sage, ist, glaube ich, nicht drin in diesem Buch, aber es passt dazu. Wenn Sie sich also vorstellen würden, wir hätten so eine Welt, wo die Lichtgeschwindigkeit so eine ganz leicht erreichbare Geschwindigkeit wäre, nicht? Dann würden viele unserer klarerweise vorgegebenen Alltagserfahrungen nicht mehr passen. Zum Beispiel, viele von den Alltagserfahrungen werden ja in der frühen Kindheit geformt. Na, da fahren die Kinder mit dem Dreiradl.
Wenn man also zum Beispiel mit einem Dreirad schon 3/4 Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte, ja, weil halt das Licht so Schnecken ist, nicht? Und man kann halt dann nicht schneller, aber Dreiradeln können also da noch fahren, nicht? Dann kann man natürlich sofort sich überlegen, dass ein Kind, das da also mit dem Dreirad unterwegs ist, dann nie auf diese absurde Idee einer absoluten Gleichzeitigkeit kommen könnte. Weil das schaut in der Küche auf die Uhr, dann fährt sie ins Wohnzimmer und dann kommt sie wieder zur Mama in die Küche zurück und auf einmal passen die eigene Uhr am Dreiradl und die in der Küche nicht zusammen. Das ist ganz selbstverständlich. Man braucht ja nur einmal hin und her fahren und sieht das schon. Kein Mensch steht daran etwas finden. Und zunächst wird sich das Kind vielleicht wundern, aber als Kind akzeptiert man ja alles sehr schnell. Deswegen akzeptiert man ja die Welt so, wie sie ist. Und dann kommt es einem selbstverständlich vor. Und dann würde ihnen das selbstverständlich vorkommen. Und niemand würde jemals auf die Idee kommen, von einer absoluten Gleichzeitigkeit zu sprechen, weil man schon in Kindesbeinen erkannt hat, dass das einfach sofort zu Widersprüchen führt. Und dann muss man das mit auf die Uhr schauen und so weiter halt ein bisschen anders betreiben, nicht? Aber diese Sache zum Beispiel ist dann ganz klar und dann halt verschiedene andere Sachen auch. Also ich glaube, dass es schon wert ist, sich dieses Buch einmal anzuschauen. Jedenfalls gibt es das auch in der Bibliothek. Also ich glaube, wir sollten das jetzt nicht zu sehr ausufern lassen, dieses Beispiel. Aber natürlich, wenn man davon ausgeht, dass die Lichtgeschwindigkeit nur 20 Meter pro Sekunde ist, dann kann sich nichts schneller als mit 20 Meter pro Sekunde bewegen. Eine langsame Welt. Und dann sind auch die Signale natürlich langsam. Und wenn man dann anruft, so nach Tirol oder sowas, dann wird das schon ein sehr langsames Gespräch, nicht? Weil dann sagt man Hallo und dann kommt eine Stunde später, muss man durchrechnen, wahrscheinlich noch viel länger, erst einmal die Antwort, ja bitte. Also vieles würde dann nicht funktionieren, aber schauen Sie, Sie haben schon recht, nicht? Aber im Prinzip, da muss man sich halt darauf einstellen, da geht jetzt nichts mit Globalisierung, weil da kann man nicht so schnell miteinander reden, nicht? Das dauert alles ewig. Aber wenn Sie es jetzt natürlich ausweiten auf andere Dimensionen, wenn Sie zum Beispiel auf der Suche nach anderen intelligenten Lebewesen irgendwo im Kosmos sind, es kann davon ausgegangen werden, dass die irgendwo sind, aber man weiß so gut wie sicher, dass sie nicht in unserem Planetensystem sind. Und man kann heute auch schon einiges sagen über die Bedingungen von Satelliten oder Himmelskörpern in der Umgebung von ein paar naheliegenden anderen Fixsternen. Also auch dort gibt es kaum Wahrscheinlichkeit für habitable Zonen, wie man das nennt. Und das heißt, wenn man jemals irgendeine solche andere intelligente Kultur kennenlernen würden, ist die Kommunikation genauso schwierig, wie ich es jetzt gesagt habe, zwischen Wien und Tirol, nicht? Weil schon der nächstliegende Fixstern ist also ein paar Lichtjahre weg und der weiß noch gar nicht. Das heißt, man wird vielleicht 100 Lichtjahre brauchen, bis man dann irgendwas findet, wo da vielleicht wer sitzt. Ja, mit denen können sie nicht reden. Sie erleben die Antwort gar nicht, wenn sie dort irgendwo hin. Und das muss dann die nächste Generation dann abwarten, bis die jetzt Hallo sagen dann, nicht? Also schon allein deshalb ist eine Kommunikation kaum möglich, nicht? Und vielleicht, wenn wir schon über das reden, gut, dass Sie das jetzt erwähnt haben, man muss sich schon, glaube ich, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den sich gerade die Physiker klar machen müssen. Es ist schon wichtig, sich klar zu machen, wie einsam wir eigentlich im ganzen Kosmos sind. Denn sowas ähnlich Intelligentes, mit dem wir da heute so reden können, ist also praktisch total außer Reichweite. Und das, was in Reichweite ist, ist alles nichts. Am Merkur verbrennen sie sofort. Auf der Venus hat die Atmosphäre 800 Grad und ist lauter Ammoniak. Am Mars ist die Atmosphäre nur mehr ein Zehntel der Erdatmosphäre. Der Jupiter ist so massiv, dass ein Mensch, glaube ich, 800 Kilogramm umgerechnet in Gewicht dann hätte. Also da wird man sofort zermärscht, wenn man dort am Jupiter liegt, weil das zerdrückt einen. Und dann Saturn, Uranus, da ist die Sonne schon so winzig, dass der Zaug halt draußen ist. Also es ist nichts. Es geht nur hier. Unser kleines Breckerl, wo wir da drauf sitzen, da passt's.
Und dann noch dazu, wenn ich das jetzt nur sagen darf, ich weiß, jetzt verbrauche ich ein bisschen Zeit, aber man muss sich das schon klar machen. Wir leben da in einer Biosphäre, aber wenn Sie das aus der Distanz betrachten, das ist ein Bereich im Verhältnis dünner als ein Seifenhäutchen von der ganzen Erde. Denn überlegen Sie einmal, in ein paar Meter Tiefe, gerade einen Regenwurm finden Sie dort vielleicht noch, aber sonst nichts mehr. Und dann geht es ein bisschen rauf bis zu den höchsten Bäumen und dann fliegen ein paar Vögel drüber und das war's schon. Also die Dicke ist überhaupt ganz gering. Vergleichen Sie das einmal mit dem Erdradius. Also im Verhältnis dazu ist der ganze Bereich unserer Biosphäre dünner als ein Seifenhäutchen rund um eine Kugel herum. Das ist alles, was wir haben. Und keine Aussicht, irgendwo anders was anderes zu finden. Es ist nichts da. Das weiß man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Also wenn wir uns das verbotzen, haben wir gar nichts. Also das wollte ich nur einmal zwischendurch gesagt haben, weil sich das aus Ihrem Einwurf jetzt so ergeben hat. Das geht aber schon über den Bereich der Relativitätsmechanik hinaus. Jetzt gehen wir weiter zur Lorentz-Transformation. So quasi, wir wollen jetzt einmal versuchen, uns klar zu machen, wie denn das ist mit dem Transformieren zwischen verschiedenen Bezugssystemen und versuchen, unsere Erfahrungen, die wir jetzt gewonnen haben, hinsichtlich Längenkontraktion, Zeitdilatation, Verlust der absoluten Gleichzeitigkeit in ein gemeinsames Konzept zu bringen. Und das gelingt mit Hilfe der Lorentz-Transformation. Und diese Lorentz-Transformation ist daher auch außerordentlich wichtig. Also daher wollen wir uns damit zumindest in groben Umrissen auseinandersetzen. Und was wir dazu betrachten, sind zwei Inertialsysteme. Sie wissen ja, was Inertialsysteme sind. Wissen Sie nur aus dem Wintersemester. Solche Systeme, in denen die Grundgleichungen von Newton gelten, also der Trägheitssatz, es gibt keine eingeprägten Kräfte, dürfen nicht rotieren, sonst hat man schon die Fliehkräfte, aber man kann, indem man in dem Inertialsystem drin ist, feststellen, dass es ein Inertialsystem ist. Denn wenn man in einem rotierenden System ist, merkt man, dass es eine Fliehkraft gibt. Also wenn es das alles nicht gibt, dann ist man in einem Inertialsystem. Nur so was betrachten wird. Und diese zwei Inertialsysteme sind jetzt I und I'. Und die sind relativ zueinander mit einer Geschwindigkeit V bewegt. Relativ Geschwindigkeit V. Ich schreibe das ohne Pfeil, weil ich gleich dazu sagen möchte, wie das alles liegt. Und dann ist dieses V praktisch nur eine Komponente des Geschwindigkeitsvektors. Also wir werden Orts- und Zeitkoordinaten betrachten. Die Ortskoordinaten nennen wir also x, y, z und die Zeitkoordinaten t. Das System I hat die Koordinaten x, y, z und t und das System I' hat x', y', z' und t'. Und jetzt sind wir ja schon so gewarnt, dass wir nicht einfach die gleiche Zeit hinschreiben, obwohl das in der klassischen Physik ja immer gemacht wird, weil man davon ausgeht, das ist so ein typisches E-Klar, ist eh eine Zeit. Aber jetzt sind wir schon draufgekommen, mit der Zeit muss man also aufpassen. Und wir nehmen also ein paar Sachen an. Die räumlichen Koordinaten sind senkrecht aufeinander. Räumliche Koordinaten senkrecht aufeinander. Also so ein typisches kartesisches Koordinatensystem, wie man es in der Schule auch ständig verwendet, x, y, z.
Und die entsprechenden Achsen beider Systeme, das schreibe ich jetzt nicht alles her, die sind alle parallel zueinander. Also da hat man das System I und dann hat man da das System, das ist jetzt rechts, links, verzeihen Sie, das soll es nicht sein. Und dann werden die, wenn sie sich bewegen, bleiben die immer so parallel zueinander. Das liegt nicht irgendwie so schief zueinander. Die X, Y, Z und X' sind alle parallel zueinander. Und zur Zeit T, gleich T' gleich 0, fallen die Ursprünge zusammen. O ist gleich O'. So legen wir heute die Zeitskalen in den beiden Systemen fest. Dass die gerade die Ursprünge zusammenpassen und damit die Achsen zusammenfallen, weil sie ja ständig parallel sind, zum Zeitpunkt T gleich T' gleich 0. Und letztlich vor allem die Relativbewegung dieser beiden Systeme zueinander sei in Richtung der X-Achse. Man kann die Achsen immer so wählen, dass egal was die Relativgeschwindigkeit ist, die X-Achse halt so gelegt wird, dass sie in Richtung der Geschwindigkeit ist. Also Relativbewegung parallel, also in Richtung der X-Achse. Das nehmen wir an. Und da kann man sich natürlich jetzt sehr leicht überlegen, wie die Sache da ausschauen wird. Also bei der Galilei-Transformation, vielleicht mache ich das so, dass ich das da hier nur so auflege, das genügt zum Verständnis. Da haben Sie also da hier eine solche Situation. Da haben Sie da das System x, y, z geht nach vor und x-y- ist rot eingezeichnet, bewegt sich mit der Geschwindigkeit v relativ zu xy. Die Geschwindigkeit ist parallel zur Richtung der x- und x-Achse. Ja? Zur Zeit t gleich 0 fallen die zwei Ursprünge zusammen und wenn jetzt eine gewisse Zeit verstrichen ist, die Zeit t, dann wird der Ursprung von dem roten System i' um die Strecke v mal t sich weiter bewegt haben. Und wenn man irgendein Ereignis e betrachtet, in dem einen und in dem anderen System, dann kann man sofort die Koordinaten sehen. X und y sind die Koordinaten im blauen System i und x'y die Koordinaten desselben Ereignisses im System i', dem roten System. Und man sieht dann sofort, wie diese beiden Dinge miteinander zusammenhängen, denn Sie sehen ja, dass x' ist gleich x minus v mal t. Das nennen wir diese Transformation für die klassische Bewegung die Galilei-Transformation. Da haben wir also x' ist gleich x minus v mal t. Na und das y' ist so viel wie y, da ändert sich ja nichts. y' ist gleich y, z' ist gleich z, das schaut ja noch vor. Na und t in der klassischen Physik, t' ist gleich t. Da ändert sich ja nichts. Universelle Zeit. Na und da kann man natürlich sofort umrechnen, umgekehrt, dass man die x, y, z und t durch die x' ausdrückt. Da braucht man ja nur das vt auf die andere Seite bringen und kriegt x ist gleich x' plus v mal t. Und alles andere bleibt gleich. Y gleich Z gleich Z Strich, T gleich T Strich. Trivial. Das kann man aus dem einen das andere sofort umformen. Und man sieht hier sofort,
Es ist egal, ob man jetzt einerseits das I' relativ zu I bewegen lässt mit der Geschwindigkeit V oder das I relativ zu I' mit der Geschwindigkeit minus V. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass die Galilei-Transformation das Relativitätsprinzip erfüllt. Es muss jeweils aus der Sicht des anderen Systems das eine System sich mit der Geschwindigkeit V bewegen. Nur entweder hin oder her, was man sofort weiß beim Zugfahren. Nicht? Wenn es mit der Bahn fährt und der fährt so gleichförmig vor sich hin, geradlinig auf einer Strecke, dann sind das zwei Inertialsysteme in guter Näherung. Und der vom Bahnsteig sieht, dass der Zug da meinetwegen da in der Richtung fährt. Und wenn Sie im Zug sitzen, sehen Sie, dass die Landschaft in der Gegenrichtung fährt. Jedes Kind versteht das. Und das muss die gleiche Geschwindigkeit sein, betragsmäßig. Aber die Richtung umgekehrt, genau das kommt hier heraus. Minus V plus V. Und das ist letztlich eine Sache des Relativitätsprinzips. Es muss egal sein, aus welchem System man das jeweils andere anschaut. Wenn da jetzt eine unterschiedliche Geschwindigkeit rauskommt, dann wäre ja schon wieder eins bevorzugt gegenüber dem anderen. Das darf nicht sein und das ist auch nicht. Also enthält das Relativitätsprinzip. Aber natürlich die Frage, um die es geht, ist, wird auch das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit durch diese Transformation wiedergegeben? Und das kann man sich sehr leicht anschauen. Also es enthält einmal das Relativitätsprinzip. Das ist schon einmal gut. Der Galilei kann sich freuen. Aber jetzt schauen wir an, wie schaut es aus mit der Frage nach der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Und da betrachten wir einfach ganz naiv ein Lichtsignal, das sich längs der X-Achse in I ausbreitet. Lichtsignal breitet sich längs X-Achse aus. Natürlich mit Lichtgeschwindigkeit. Und da schauen wir uns jetzt an, was das jetzt bedeutet. Im System I. Lichtsignal breitet sich in I längs X-Achse aus. Na, das heißt, es gilt, X ist gleich C mal T oder C0 mal T. Ja, das ist ja klar. Das ist, so kann man das aufschreiben. Und jetzt ist die Frage, wenn wir es auf System I' transformieren. Was erhalten wir dann daraus? Naja, da haben wir X' ist X minus V mal T, so wie es da oben steht. X' ist gleich X minus V mal T. Und das X können wir von da einsetzen. Das ist also dann C0 mal T minus V mal T. Das ist ja da ein Minus. Und da kann man das T herausheben und haben C0 minus V mal T. Und zwar muss ich natürlich jetzt aufpassen, da setze ich jetzt noch ein, dass T gleich T' ist und schreibe da T' her. Weil T ist ja eh gleich T'. In der einen oder in der anderen Richtung. Nicht? Das ist ja eben identisch gesetzt. Und daraus sehen Sie jetzt, in I' sehen Sie, X' ist gleich C0 minus V mal T'. Und das bedeutet, dass sich dieses Lichtsignal in I' nicht mit der Geschwindigkeit C0 ausbreitet, sondern natürlich mit der Geschwindigkeit C0 minus V, weil das, da oben sehen Sie es ja, wenn Sie sich jetzt vorstellen, da breitet sich in I, das Blaue, das Licht aus mit einer Geschwindigkeit C0. Und jetzt bewegt sich das rote System da dem Licht nach. Dann haben Sie genau die Geschichte, dass man dem Licht nachläuft.
Und aus der Sicht von dem roten System ist es jetzt dann so, dass sich aus der Sicht das Licht nur mehr langsamer wegbewegt. Das ist ja genau das, was man normalerweise glaubt. Das kommt hier auch normal heraus, widerspricht aber dem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Also, man sieht hier sofort Widerspruch zu Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Widerspruch, das ist immer was Schlechtes. Also da, leider Gottes, der Galilei hat ausgespielt. Es muss also etwas anderes her. Und da gibt es natürlich eine Möglichkeit, das herzuleiten, das tun wir nicht. Aber ich zeige Ihnen dann, dass es funktioniert, dass dabei was Sinnvolles herauskommt. Wir gehen also jetzt zu einer anderen Transformation über. Nach der Galilei-Transformation kommt jetzt die Lorentz mit TZ. Transformation. Es hat auch einen Physiker Lorentz ohne T gegeben. Das verwirrt dann immer ein bisschen. Aber der Lorentz ist der mit T. Also die Lorentz-Transformation. Und da schreibe ich Ihnen gleich das Ergebnis dieser Lorentz-Transformation auf, beziehungsweise ich schreibe sie auch da für Sie hier auf den Overhead-Projektor. Aber ich schreibe sie auch auf, weil es so wichtig ist. Diese Lorentz-Transformation schaut ähnlich aus, aber man führt einen Korrekturfaktor K da oben ein, bei X' und T' und es kommt dann bei der Zeit T noch ein zusätzlicher Term dazu. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und das schreibe ich auf und Sie werden zunächst einmal sich denken, wie kommt er auf sowas? Aber wir werden nachher gleich nachschauen, ob auch hier wieder das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit verletzt ist oder erfüllt ist. Also schreiben wir auf. Wir haben hier das x', das ist jetzt dieser Faktor k mal x minus v mal t. Ja, sonst ist alles das Gleiche. Und dann haben wir natürlich wieder y' ist y, z' ist gleich z und t', und das ist jetzt der entscheidende Punkt. T' zeigt jetzt ein ähnliches Verhalten wie x'. Und zwar wieder so ein Korrekturfaktor k. Und dann bleibt aber da drinnen stehen ein t minus v durch c Quadrat. T minus v durch c Quadrat mal x. Also völlig ähnlich, nur steht da also jetzt noch ein durch c Quadrat drinnen. Wenn man die Variablen etwas anders definiert, kann man das noch irgendwie symmetrischer machen? Das machen wir hier nicht. Wir lassen das so stehen. Man kann das auch so umformen in der Gegenrichtung. Ich muss aber hier noch dazu sagen, was das K eigentlich ist. Das ist eben jetzt der K-Faktor, den ich Ihnen im Zusammenhang mit der Zeitdilatation schon erzählt habe. Das ist 1 durch Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Das erste, was ich dann hier, ja, und wenn man das also jetzt einsetzt und dann so umrechnet, dass man dann die x durch die x' und so weiter ausrechnet, das ist da jetzt nicht mehr so leicht. Aber dann kommt man auch wiederum drauf, das sage ich Ihnen jetzt nur, aber Sie können das selber durchprobieren, das ist elementare Arithmetik, kommt man drauf, dass wieder einfach nur aus minus v plus v wird, also diese Lorentz-Transformation erfüllt wieder das Relativitätsprinzip. Wenn man nur umformt und aus den Gleichungen jetzt die x, y, z, t durch die x, y, z, t ausdrückt, durch elementare Umformungen unter Berücksichtigung von dem da hier, dann zeigt sich, es kommt das Gleiche heraus, da oben steht's, nur dass da statt minus v plus v steht und auch unten statt dieses minus ein plus steht. Das ist also jetzt nur, nicht nur einfach so hingeschrieben,
das kommt auch so heraus, wenn Sie das alles mitsamt dem K-Faktor da richtig einsetzen. Sie können das ausprobieren, es ist ganz einfach. Es dauert nur ein bisschen. Also es kommt heraus, das enthält Lorentz-Transformation, enthält Relativitätsprinzip. Ganz wichtige Sache, sonst könnte man es schon vergessen. Aber natürlich, es kommt auch jetzt wieder darauf an, dass wir schauen, ob diese Lorentz-Transformation auch das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit enthält. Und das werden wir ganz leicht uns überlegen. Wir nehmen wieder an, so wie vorhin, dass es ein Lichtsignal längs der X-Achse gibt. Naja, und das heißt genau dasselbe, was wir bisher gehabt haben. Es heißt, dass das x gleich c mal t ist. Genauso wie wir das da oben bei der Galilei-Transformation aufgeschrieben haben. Lichtsignal längs der x-Achse im System i. Also in dem blauen System, was wir da vorher gehabt haben. Nicht? Aber jetzt müssen wir uns ein bisschen davon zurückhalten, weil das war für die Galilei-Transformation. Das wird jetzt da ein bisschen anders ausschauen, wie das mit den Koordinatensystemen ausschaut, das schauen wir uns morgen an. Aber diese Frage wollen wir uns jetzt noch überlegen, wie es denn ausschaut bezüglich dieses Prinzips von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Wir schauen also nach, wenn etwas passiert, wenn wir auf I' transformieren, also wieder analog, Transformation auf I'. Na, was kriegen wir da? Wenn wir auf I' transformieren, rechnen wir uns gleich X' durch T' aus. X' durch T'. Wir wollen schauen, was da jetzt herauskommt. Wobei wir berücksichtigen, dass x gleich c mal t ist. Na, da setzen wir zunächst einmal ganz einfach ein, was wir aus der Lorentz-Transformation haben. X' durch T'. Das K fällt hier heraus. Das ist derselbe Faktor dort und da. Es bleibt im Zähler stehen x minus v mal t. Und im Nenner steht t minus v durch c Quadrat mal x. Übrigens, wenn ich mir das jetzt erlauben darf, das habe ich vorhin vergessen. Ich wollte noch erwähnen, dass wenn man hier kleine Geschwindigkeiten wählt, im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, dass Sie sofort sehen, dass das zurückführt zur Galilei-Transformation. Weil bei kleinen Geschwindigkeiten ist V² durch C² vernachlässigbar gegen 1, damit wird der K-Faktor 1, und da V durch C², wenn V klein ist, gegen C, können Sie es total vergessen. Und es bleibt stehen, T' ist gleich 1 mal T, und X' ist gleich 1 mal X minus V mal T, und Sie haben genau das, was wir da oben stehen haben bei der Galilei-Transformation. Also für kleine Geschwindigkeiten kriegen wir den Galilei wieder. Der ist nicht ganz falsch. Nur bei großen Geschwindigkeiten passt es nicht mehr. Und das andere ist, worauf ich auch noch aufmerksam machen wollte, der eigentliche Hauptunterschied, abgesehen von diesem Ansatz mit dem Korrekturfaktor, ist, dass eben bei T' tatsächlich ein zusätzlicher Summand dazukommt. Das ist es eben, warum es also hier einen wesentlichen Unterschied gibt, weil eben die Zeitmessung anders wird und die Gleichzeitigkeit verloren geht durch die relativistische Darstellung. Das ist hier drinnen in diesem Term. Aber jetzt rechnen wir uns das da noch aus, rechnen wir uns dieses x' durch t' aus und wollen schauen, was da herauskommt. Da oben sehen Sie, wenn Sie das t herunternehmen, x durch t ist gleich c.
Na klar, es ist ja das Lichtsignal im System I. Und jetzt wollen wir schauen, was ist mit I'. X minus V mal T. Na, und da müssen wir es natürlich einsetzen. Das V mal T. Und da setzen wir also jetzt ein für das X. Das ist ja C mal T. Haben also C mal T minus V mal T. Und im Nenner haben wir also das T. Das bleibt da stehen, wie es ist. T minus V durch C Quadrat mal X. Und das ist wieder C mal T. Wir haben einfach da das X, was da drinnen steht, durch C mal T ersetzt, weil es soll ja um das Lichtsignal gehen. Und da ist das X jetzt ja gleich C mal T im System I. Naja, und jetzt brauchen wir das nur umformen. Und was erhalten wir hier? Da kann man oben einmal herausheben. Dann kriegt man also T mal C minus V. So was hatten wir da oben auch schon. Nicht? Da habe ich C0 geschrieben. Jetzt will ich mir das 0 ersparen da überall. Jetzt schreibe ich halt einmal das C ohne die 0. Einmal finden Sie das so, einmal finden Sie das so. Ich glaube, diese Ungenauigkeit können wir verkraften. Also T mal C minus V, so wie es da oben steht, haben wir hier also da stehen. Und im Nenner kommt jetzt heraus, T mal 1 minus V durch C Quadrat, ja, da kann man gleich durch das C und das Quadrat kürzen, 1 minus V durch C. Haben Sie es gesehen? Oben hebe ich das T heraus, mal C minus V, und unten hebe ich das T heraus, mal 1 minus V durch C. Naja, jetzt kann man das T kürzen, und es bleibt stehen, C minus V durch, und da schreiben wir jetzt her, 1 minus V durch C, da schreibe ich jetzt C minus V und oben noch ein C. Denn das ist gleich 1 durch C mal C minus V. Das da unten hier ist gleich 1 durch C mal C minus V. 1 durch C mal C ist 1 und 1 durch C mal minus V ist minus V durch C. Sehen Sie es? Das ist wirklich total einfach. Es geht nur um den Nenner. Und jetzt schauen Sie, jetzt kann man da durch C minus V kürzen und strahlend kommt heraus das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Und das ist es jetzt, was die Lorentz-Transformation besser macht als die Galilei-Transformation. Es ist eine Koordinatentransformation zwischen zwei Systemen, so dass beide Grundprinzipien der speziellen Relativitätsmechanik, das Prinzip von der Relativität, als auch das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, beide erfüllt sind. Also ergibt sich hier als Schlussfolgerung Lorentz-Transformation enthält auch das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Naja, und damit haben wir natürlich eine wunderbare Koordinatentransformation gefunden, mit der wir jetzt in weiterer Folge arbeiten können. Und jetzt erinnere ich Sie noch, wir hatten ja da vorhin bei der Galilei-Transformation diese einfache Darstellung mit den beiden Koordinatenkreuzen gewählt, die sich da so relativ zueinander bewegen. Jetzt muss man sich überlegen, wie wird das jetzt ausschauen, wie wird es sich verändern, wie wird man das verallgemeinern müssen, damit wir das auch für die Lorentz-Transformation durchführen können.
Wichtig ist dann jedenfalls, dass wir das, was wir bei der Galilei-Transformation noch nicht explizit gemacht haben, auch die Zeitkoordinate mit hineinnehmen. Weil bei der Galilei-Transformation ist es völlig unnotwendig, nachdem die Zeit eh überall dasselbe ist. Wozu braucht man eine Koordinate dazu? Aber seitdem wir jetzt wissen bei den relativistischen Überlegungen, dass die Zeit eine ganz wesentliche, sich auch in ähnlicher Weise verändernde Koordinate ist wie die x-Koordinate, werden wir jetzt insbesondere xt-Diagramme anschauen. Und diejenigen, die schauen wir uns morgen an und werden dann anschließend eine recht interessante Schlussfolgerung bezüglich der Geschwindigkeitsaddition noch miteinander besprechen. Das dann morgen. Danke.